So, und da ist er wieder an. Dann sehe ich mal und gucke, ob das funktioniert. Ist jetzt ein bisschen nervig gewesen. Als erstes möchte ich eure Aufmerksamkeit auf diesen prächtigen Singvogel auf dem Tisch lenken. Und dann auf den wundersamen Esel neben dem Eingang. Aber das Erstaunlichste von allem steht zwischen den beiden. Die Statuette da? Genau. Aber eins nach dem anderen. Soll Jack entscheiden, was zuerst vorgeführt wird? Jetzt beobachtet den Kopf. Nur noch einen Moment. Da, habt ihr gesehen? Er hat gekotzt. Rashid, das ist widerlich. Okay, das tue ich jetzt mal ein bisschen vorspulen. Seht ihr die Schimbo? Das haben wir schon alles gehört. Möchte noch jemand? Dann darf ich. Aber. Also, wer ist dieser Mann, Rashid? Lass dich nicht ab. Du nimmst dir. Wir warten. So. Jack jetzt. Ist ein Freund des Hauses. Das hier? Er ist zu schwer. Ich wollte das machen. Ein brillanter Kopf. Ein Gelehrter und ein begabter Künstler. Ich könnte dem Mann den ganzen Tag dabei zusehen. Gestern erst hat er mir Euklid erklärt. Was ist das? Und jetzt? Jetzt wird Jack das Wasser im Tank erhitzen. Das hat er wohl ein nie Grieche, erzählt. Der ein Buch namens Die Elemente Katze der Geometrie geschrieben hat. Es ist so schön, dass man weinen könnte. Hört nur. Das haben wir auch gelesen. Ist das nicht schön? Wie funktioniert es? Vielleicht. Genau. Sag. Im Inneren ist diese Abdammte, ja, die... Man könnte die einliegen. Eine Reihe. Nicht du, kann. Das wäre... Ich würde sie... Du... Stimmt, Jack. So, jetzt speichere ich aber. Weil ich habe keine Lust, wenn das nochmal weggeht. Dass ich nochmal alles spielen muss. Die Ägypter haben es ins Arabische übersetzt. Und die Engländer übersetzen es jetzt in Latein. Ein schattiger Ort, um die Mittagssonne zu vermeiden. Sonderbar. Und sich mit Wundern zu umgeben. Oh, das wird euch gefallen. Schaut nur. Kann ich irgendwas anderes damit machen? Ich kann sie nirgends hinstellen. Da, nee. Okay. Sie muss an einem bestimmten Platz stehen. Und jetzt stell sie bitte dort drüben in die kühle Ecke, Jack. Ah, da hast du es schon gesehen? Sagen. Natürlich. Vater hat es mir gezeigt, als er die Statue hergebracht hat. Es ist wirklich sehr merkwürdig. Und was jetzt? Habt Geduld.
aber schaut nicht weg. Es dauert ein bisschen, bis sie... Bis sie was? Sie weint? Ist das nicht unglaublich? Nein, es ist befremdlich. Rashid, was geht hier vor? Es ist ein Rätsel? Oder? Also auf jeden Fall war es ein Bug. Sonst hätte das jetzt das Viber gemacht vorhin. Es ist also noch alles in Ordnung gewesen. Es hat nur nie reagiert. Ist auch das erste Mal, dass das jetzt einen Fehler hatte. Wir wissen es nicht, oder? Es ist ein Rätsel. Wir machen es geheimnisvoller. Es ist ein Rätsel. Rashid, bitte. Wir alle wissen, dass es kein von Menschen geschaffenes Wunder gibt. Und dieses Stück Holz ist offensichtlich von Menschen geschaffen. Ich bin ganz eurer Meinung, Freunde. Aber bislang hat keiner von uns eine Erklärung. Alles, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass ihre glasigen Augen Tränen vergießen, wenn man sie vom Warmen ins Kalte stellt. Wie eine Pflanze bei Sonnenaufgang? Wie Tau? Der einzige Unterschied ist die Oberfläche. Das ist alles. Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur. Meinst du? Natürlich wollte ich euer Gespräch nicht unterbrechen. Aber wenn sich erklären lässt, warum sich Tau auf einer Pflanze sammelt, kann man daraus erschließen, warum die Frau weint. So, wer möchte denn jetzt eine Tasse Tee? Ich gerne. Deine Tochter ist ganz schön klug, Rashid. Eine wahre Gelehrte. Ich weiß, manchmal wünschte ich, es wäre nicht so. Das würde es einfacher machen, sie zu verheiraten. Oh, ich bin sicher, das Problem wird sich auch bald lösen. Vielleicht entsteht der Tau aus unsichtbarem Wasser in der Luft. Wasser, das verborgen bleibt, wenn es heiß ist. Auf dem Jakobsweg. 3 Monate später. Na, ist ja super. Die Pilgerwege in Frankreich kamen in Ostabad zusammen, am Fuße der Pyrenäen. Dort schwoll die Gruppe von etwa 20 Pilgern, die mit mir gezogen waren, seit ich Tours verlassen hatte, auf um die 70 an. Einige waren betuchte Bürger, andere wahrscheinlich auf der Flucht vor dem Gesetz, ein paar Trunkenbolde und mehrere Mönche und Geistliche. Überall waren die verschiedensten Sprachen zu hören, darunter Flämisch, ein deutscher Dialekt und eine südfranzösische Sprache namens Ock. Dennoch verstanden sich alle gut. Und als wir die Pyrenäen überquerten, sangen sie, spielten Spiele, erzählten Geschichten und einige hatten sogar Liebesbeziehungen. Während unser Baby und ich uns meist zurückhielten. Na, ich hoffe, du hältst dich zurück. Ganz schön frech, die mit ihrem Kind. Still jetzt. Naja. Man kann nichts dafür, wenn ein Kind weint. Ehrlich mal. Richtig dreist. Ja, richtig dreist ist das, dass ein Kind Bedürfnisse hat, hä? Wow. Kann ein Mann nicht einfach mal seine Ruhe haben? Geh du doch Der weg. Der Weg aus Babenberg war doch anstrengend genug. Wiege das Kind, geh spazieren, entschuldigen du dich nicht. Ein Kind hat ja auch gar nichts verloren. Stimmt doch, oder? Jetzt ist aber gut.
Ein Teil des Holzes war bereits hier, für alle Pilger, die hier durchkommen. Verstehe sie nicht. Ist das eine deutsche Sprache? Nein, erst morgen reise ich weiter über die Brücke. Hilf der Frau. Bin ich denn hier? Ah, okay, jetzt sehe ich das erst. Die Stadt wurde Brückenrechte gewährt. Alle Pilger müssen hier durch. Zur Freude der örtlichen Händler. Morgen. Ah, okay. Komm zurück zu mir. Bitte, komm zurück. Die meisten Pilger bleiben nahe der Quelle im Ort. Ich dachte, am Fluss wäre es ruhiger. Jetzt mache ich hier den ganzen Lärm. Die arme Frau. Vielleicht kann ich ihr irgendwie helfen. Wo bist du? Wo bist du hin? Lieber Gott, was macht ihr da? Kommt aus dem Wasser. Es ist eiskalt. Mein Ring. Ich habe meinen Ring verloren. Lieber Gott, sei mir gnädig. Na super. Jetzt muss ich schon noch mitsuchen, ja? Feuchter Boden. Vielleicht ist er in den Busch gefallen. Ein sehr kleiner Busch. Komm zurück zu mir. Bitte, komm zurück. Ich sehe es blinken. Wo bist du? Wo bist du hin? Ich habe ihn gefunden. Na bloß Gott, hilf der Frau wirklich bitte. Ich habe keine Lust, dass hier was ertrinkt oder so. Na, so. Ich habe ihn gefunden. Sie soll aus dem Fluss rauskommen. Ja. Oh, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ein guter Mensch. So voller Güte. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Warum sollte ich der Frau helfen? Wird euch jetzt wärmer? Ja, ich danke euch. Ich sehe, dass dieser Ring euch sehr viel bedeutet. Er war ein Geschenk meiner Stiefmutter. Sie dachte, ich würde ewig bleiben, aber das tat ich nicht. Erzählt mir von eurer Stiefmutter. Sie war so eine liebe Frau. So herzensgut. Warum seid ihr gegangen? Oh, Ich dachte, ich gehörte nicht dazu. Sie sagte immer, ich sei ihre Tochter, aber ich war mir sicher, dass sie log. Ich war so selbstsüchtig und so dumm. Zu dumm, um zu sehen, dass ich eigentlich glücklich war. Das ist ja merkwürdig. Das ist ein merkwürdiges Verhalten, finde ich gerade. Ah, vielleicht, keine Ahnung. Da kann ich nicht mal rein interpretieren. Ich weiß da nie, hä? Man hat einiges und trotzdem will man wieder gehen? Vielleicht wart ihr wirklich nicht glücklich. Ich weiß es nicht. Ich war sehr jung und dachte, ich sei unglücklich, weil ich nicht nahe genug am Meer lebte.
Aber am Ende liebte das Meer mich nicht genauso. Die Kälte dort machte mich krank. Sie nahm mir das Augenlicht. Warum seid ihr nicht zurückgegangen? Sie war so zornig, als ich ging. So zornig und enttäuscht. Sie hätte mich nie wieder aufgenommen. Deshalb seid ihr auf Pilgerfahrt gegangen? Ja, damit St. Jakob meine Frömmigkeit sieht und ich mit meiner Mutter im Himmel vereint werde. Ich bin nicht so gut wie ihr. Ganz und gar nicht. Haben wir das Gleiche gemeinsam? Sie war glücklich und hat es nie erkannt und hat etwas anderes, wollte etwas anderes machen und wurde dadurch bestraft. Mein Charakter war glücklich, hat es erkannt, aber wollte unbedingt ihre Pflicht tun und das Geld besorgen und hat deswegen den geheiratet, anstelle weiter glücklich zu sein. Ein bisschen ist es ähnlich, ja. Tatsächlich haben wir einiges gemeinsam. Auch ich versuche, etwas wieder gut zu machen, bei dem Mann, den ich am meisten liebte. Ich habe gehört, er sei nach Santiago de Compostela gegangen. Ihr werdet es bald wissen. Nicht bald genug. Es sind noch 4 Wochen bis zum Ziel. Er wird dort sein. Da bin ich mir sicher. Ich hoffe, ihr habt recht. Schön, dass sie den nicht kennt, aber sich sicher ist. Ich habe das Gefühl, als würde ich ihn mit jedem neuen Tag ein Stückchen mehr verlieren. Und dass das Einzige, worauf ich noch hoffen kann, nicht Liebe ist, sondern Vergebung. Ich verstehe. Still, Kleine. Bald ist unsere Reise zu Ende. Hm? Ich habe gerade mal kurz außerhalb der Geschichte jetzt überlegt, wenn ich beim Stream auf Unterbrechen gehe und dann das Spiel beende und neu beginne, ob der Stream dann anbleibt, das habe ich mich jetzt gerade tatsächlich mal gefragt. Ausprobieren will ich es nie. Aber wenn sowas nochmal passiert, dann könnte ich daran eher mal denken. Dokumente. Camino de Santiago, der Jakobsweg. El Camino de Santiago ist eine christliche Pilgerfahrt zur Kathedrale von Santiago de Compostela, wo, so sagt man, die Gebeine des Apostels Jakobus des Älteren aufbewahrt werden. Dieses Pilgerziel ist neben Jerusalem und Rom eines der wichtigsten des Christentums und das einzige, so sagt man, das einen Pilger von seinen Sünden befreien kann. Im 12. Jahrhundert ist der Pilgerweg gut ausgebaut. Es gibt sogar einen Reiseführer, den Codex Calixtinus, der Pilger auf ihre Reise vorbereitet. Die Jakobsmuschel ist ein Symbol, das den Pilgern den Weg weist und für den Jakobsweg steht. Denn am Ende der Reise haben die Pilger beinahe das Meer erreicht. Tatsächlich, wir sind jetzt in Spanien. Also jetzt sind wir ja schnell durch Frankreich gerast, kann man ja schon sagen. Na gut, auf nach Locrono, auf dem Jakobsweg. Der Name der Frau war Alba. Sie kam aus einer kleinen Stadt irgendwo in Katalonien. Ich gewöhnte mich bald daran, dass sie ständig nach dem Ring ihrer Stiefmutter tastete und an den Ausdruck der Schuld in ihren trüben Augen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr meine Gesellschaft zusagte, aber ich konnte sie auch nicht allein weiterziehen lassen. Als wir Los Arcos erreichten, hatte sie aufgehört zu reden, während ich dann und wann ein freundliches Wort fallen ließ, um ihr zu zeigen, dass ich noch bei ihr war. Auf weiter zum Jakobsweg nach Burgos.
Alba hielt sich selbst für schwach an Körper und Geist, und doch ging sie den Jakobsweg mit einer großen Zielstrebigkeit, die sie vorantrieb. Ich machte mir Gedanken über das, was ich ihr über meine eigene Reise erzählt hatte. Hoffte ich auf Liebe? Oder tat ich diese Reise nur, weil ich Vergebung von ihm erhoffte? Ob die Stadt Burgos heißt, weil das Burg heißen sollte? Obwohl Spanisch heißt ja Burg Castillo, ne? Oder Castell oder so. Aber ja, das Bild sieht schon hübsch aus. Obwohl ich Natur überhaupt nie mag. Aber was gab es da zu vergeben? Meinen Entschluss, Alfred zu heiraten, hatte ich für die Menschen von Shiring getroffen. Es war ein Opfer, das ich hatte bringen müssen, um die Schreckensherrschaft von William Hamley zu brechen. Diese Fragen verfolgten mich jetzt schon lange Zeit. Aber wenn ich wirklich bald Jack sehen würde, war es Zeit, mich zu entscheiden. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung vom Jakobsweg oder diese ganze Reiserei mit diesen Pilgerlandschaften und Pilgerfahrten, aber es soll ja dazu theoretisch da sein, um mit sich selber ins Reine zu kommen, mit sich im Gedanken zu bleiben und zu sinnieren. Und eben auch an Gott zu glauben. Dafür ist ja das der Weg, denke ich mal, da. Ich denke mal, so haben versucht, die Leute mit sich wieder ins Klare zu kommen. Was nur sehr anstrengend ist, wenn es bis nach Spanien geht, ne? Leon. Ja, da gehen wir mal nach Leon. Bei Leon begann der Weg, sich langsam aufwärts zu winden. Es waren nur noch 2 Wochen, bis wir Santiago erreichen würden. Das Baby war guter Dinge. Und Alba überraschenderweise ebenfalls. Vielleicht ist die Gesellschaft das Gute. Ponferrada. Hinter Astorga wurde der Weg schwieriger. Alba wurde immer langsamer und wir mussten mehr Pausen einlegen. Sie wurde wieder still. Die Belastung zehrte an ihr und sie machte sich Sorgen, dass sie das Ende des Weges vielleicht nicht erreichen würde. Dennoch kamen wir Stück um Stück weiter. Das ist auch so eine Sache, wenn man immer erst das Riesenziel sieht und den Riesenweg, dann sieht man, oh mein Gott, das sind 2000 Schritte, was auch immer. Also es sind viele, sehr viele. Und dann sagt, muss man trotzdem einfach mal einen Schritt machen und wups, es sind nur noch 1999 und noch ein 1998 und so weiter. Also es wird immer weniger, umso weiter man geht und sich die Gedanken macht, wie lange es noch dauert. Alles braucht seine Zeit, aber man kommt ans Ziel, wenn man hinterher rennt, denke ich mal. Also dran bleibt. Aber so akribisch wäre ich nicht. Am nächsten Morgen konnte Alba nicht aufstehen. Ihr Atem ging erschreckend flach und sie bemerkte kaum, wie ich ihr die Hand auf die Stirn legte. Alles tut weh, sagte sie. Und ich solle ohne sie weitergehen. Oh nein. Ich würde sie wenigstens bei ihrem Tod, sagen wir mal, beistehen. Ja, es tut mir leid, dass ich Jack schon wieder nie, aber das hat die Frau nicht verdient. Natürlich blieb ich bei ihr. Ich brachte ihr zu essen und zu trinken und saß an ihrer Seite. Aber ihr Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Sie drängte mich immer noch weiterzugehen, Jack zu finden, bevor er Santiago vielleicht verlassen hatte. Die Mönche von Ponferrada würden sich um sie kümmern. Nee. Hallo. Wenn ich ihn da nicht finde, dann finde ich ihn irgendwo anders. Ja, es ist ja nicht so, dass sie nicht auch eine gewisse Art von Sühne haben muss. Das gehört vielleicht auch zum Weg dazu. Ich hatte sie kaum gekannt und die meiste Zeit hatte sie versucht, mich fortzustoßen. Als ob sie sich für eine Last hielt, die mich behinderte und keine Gesellschaft verdient. Erst wenige Augenblicke, bevor sie starb, lächelte sie mich zum ersten Mal an. Und ich hoffe, dass sie merkte, dass ich zurücklächelte. Das ist traurig. Und schön.
Ach ja. Ich hoffe, dass sie an diesem fremden Ort, sterbend neben einer fremden Frau, einen Augenblick des inneren Friedens gefunden hatte. Aber sie hatte Santiago nicht erreicht. Als ich ging, verfolgte mich dieser Gedanke weiter. Zu sehen, dass eine Reise ein so plötzliches Ende finden konnte. Aber was hätte sich geändert, wenn sie Santiago erreicht hätte? Wäre sie nicht einfach enttäuscht gewesen von dem, was sie dort vorgefunden hätte? Weil es nicht das gewesen wäre, was sie erwartet hatte? Immerhin war sie am Ende ihres Lebens nie glücklich, aber sie war zufrieden. Sonst hätte sie nie gelächelt. So, dann nach Santiago de Compostela. Das Bild sieht aus, als wäre das so ein Turm von Babel oder so. So ein Hochhaus. Nach einem Monat auf dem Jakobsweg. Nach Monaten anstrengender Reise erreichten das Kind und ich schließlich Santiago de Compostela. Am Abend besuchten wir die Messe in der großen Kathedrale. Dann begannen wir, die Stadt nach Jack abzusuchen. Es war fast schon Morgen, als ein Priester mich schließlich auf ein nahegelegenes Gasthaus verwies. So, finde heraus, ob Jack hier war. Wir haben das. Wir haben immer noch das. Ein rastender Pilger. Die Nachtluft ist mild und die Sonne geht bald auf. Das habe ich schon versucht. Keiner hat von Jack gehört. Ist wieder jemand live gegangen von meinen Kanälen. Irgendjemand hat sie hier gelassen. Oder vergessen. Noch ein paar betrunkene Pilger. Wo bist du nur, Jack? Ja, wo ist er nur? Er schläft. Ich sollte ihn nicht wecken. Ah, okay, darum flüsterst du so komisch. Ein offenes Feuer. Einladend und warm. Ich habe gedacht, es ist mild, da brauchen wir kein Feuer. Die Kathedrale. Noch eine Kathedrale. Jack war vielleicht hier. Er wird ihrer nie müde. Warum eigentlich? Er war ja gar nicht so begeistert eigentlich davon. Gut, dann gehen wir zu der Frau. Sie hat viele Leute vorbeikommen gesehen. Ich komme der Sache näher. Buenos Dias. Versteht ihr mich? Siento, Choben, pero no tenemos camas disponibles. Nein, ich brauche kein Zimmer. Mir wurde gesagt, ein Freund von mir war hier vor einiger Zeit. Ein rothaariger Engländer namens Jack. Erinnert ihr euch an ihn? Eu sou chefalo en galego, miña rula. Français? Englisch? Na super. In Frankreich gibt es keine Französischen. Ich kann keine Franzosen sprechen. Aber in Spanien gibt es Spanische. Das ist ja super. Soll ich ihr das Buch geben? Ich suche nach einem Mann, der viel liest. El logo anda siempre con libro en riba. Das ist eine blöde Aussage. Habt ihr so jemanden gesehen? Pero, ¿por qué levas un libro en riba? Basta escangallar con peso. Sie versteht nicht mal, dass ich nach einem Menschen suche. Okay.
cousinha, este rubio. Sí, ein Rotschopf. Na super. Habt ihr seinen Vater gesehen? Padre del Niño? Jack Jackson? Ben sendo un peregrino? Was? È un peregrino? Oh, no, no. Er ist kein Pilger. Pellegrino heißt Entonces, Pilger. Entonces, ben sendo. Er ist ein Steinmetz. Ay, mal rayo, me partas, entiendo que me estás a contar. Er ist ein einfacher Reisender. Ich befürchte, das wird dir nicht viel weiterhelfen. Gibt es jemanden im Gasthaus, der übersetzen kann? Nena, que te merque que te entenda. Einen Übersetzer, einen Gast. Ahora mismo están todos a dormir. Casi te diría que vuelvas mañana por la mañana. Er ist ein Spielmann, ein Geschichtenerzähler. Ay, na miña hospedaría non vai quedar jonglar algún. Xa temos jonglares dabondo por aquí. Teñenme ata o curuto. Ihr mögt keine Spielleute, wie es scheint. Ich habe alles verstanden. Lasst mich euch etwas zeigen. Er baut solche Dinge. Ein Steinmetz. Ein Mason. Ah, eche Mason. Albanel. Sí, sí, ein Mason. Das muss es sein. Por aquí pasan una morea de masons. ¿Non me poderías decir algo más sobre él? Oín falar dun masón que diz que se dedica a traducir libros en Toledo. Polo visto, que se chama Jack. Ya, Jack. Habt ihr ihn gesehen? Non sei cal será o seu apelido, pero... Ben, é certo que non chai moitos masóns rubios aos que lles guste ler. Se tan desesperada está, por que non vai a Toledo a comprobalo por si mesma? Entón, marchou para Toledo. Ich hab keine Ahnung. Ich hab jetzt nichts verstanden. Seid ihr sicher, dass ihr meinen Jack gesehen habt? Dann ist er nicht hier. Er geht nach Toledo. Ich verstehe euch nicht. Ja, das muss ich am liebsten sagen. Ich verstehe euch nicht. Di que o teu Jack podría estar en Toledo. Also gut, dann werde ich nach Toledo gehen. Gracinhas. Ich hoffe nur, dass ich euch richtig verstanden habe. Gracinhas? Ich habe gedacht, das heißt gracias. Gracias. Keine Ahnung. Ich bin kein Spanier. Also auf nach Toledo. Renne überall hin und dann ist er sowieso nie in Santiago gewesen. Ich frage mich, wenn ich die Frau alleine gelassen hätte und dann nach Santiago gekommen wäre, ob ich Jack dann getroffen hätte. Das wäre die einzige Frage, Mann. Aber dieses Kapitel geht sehr lange. Also, sie heißt zwar die Reise, aber es geht wirklich lange. Ungefähr einen Monat nach Abreise aus Compostela. Toledo. Buen día. Parlez-vous français? Englisch? Natürlich. Wie kann ich euch helfen? Man sagte mir, ein Mann namens Jack Jackson wohne in diesem Haus. Wer hat euch das gesagt? Eine Gruppe von Gelehrten, die am Rande der Stadt leben. Sie sagten, er habe alte Schriften über Mathematik übersetzt, bevor er hier eingezogen sei. Bitte wartet hier. Ich werde mit Meister Rashid sprechen. Ich vergesse langsam die Details seiner Gesichtszüge.
Das ist in Ordnung. Man kann nie ewig an ein Bild festhalten, das man nie als Bild mehr vor sich hat. Und Jack ist ja ganz schön herumgekommen anscheinend. Der lebt sein Leben weiter. Und sie pilgert und kommt irgendwann mal an. Und am Ende will sie nicht mehr. Das kann ich mir richtig vorstellen. Er wächst so schnell. Hallo, wir sind jetzt nur ein paar Monate unterwegs. Die Amores. Jack und ich haben es immer geliebt zu lesen. Anscheinend muss ich jetzt doch was mit den Dingen machen. Hm? Na gut, was haben wir hier? Ist Jack wirklich hier? Der Eingang. Ein weiterer Spitzbogen. Hab unterwegs schon ein paar gesehen. Bitte lass Jack hier sein. Was für ein wunderbarer Brunnen. Fast wie eine richtige Quelle. Können ja mal ihm was zu trinken geben. Das würde dir gefallen, nicht wahr? Ah, doch nicht. Ich will es nicht einfach zurücklassen. Es liegt mir zu viel daran. Jack muss sie lieben. Was, wenn er nicht von hier weg will? Was, wenn er ohne mich glücklicher ist? Tja, das kann alles sein. So groß und hell, nicht wie die Häuser zu Hause. Warum braucht dieser Diener so lang? Erinnern mich an den Kreuzgang in Kingsbridge. Nur, dass sie hier die Sonne abhalten und nicht den Regen. Erinnern mich. Ja. Nö, wir gehen hinein. Warum soll ich draußen bleiben? Ich warte jetzt nicht 100 Jahre. Das ist seine. Jack ist hier. Das ist der Beweis, den ich brauche. Gute Handarbeit, Lea. Schöne Handwerkskunst. Viel lebensechter als ein Gemälde. Was ist das? Ein künstlicher Vogel verbunden mit was auch immer. Ja, dann kann man ja wieder gehen, ne? Sehr detailliert. Habe nie etwas dergleichen gesehen. Jack würde es hier lieben. Ja, er war ja auch hier. Jetzt ist jemand da. Sogar mehrere Leute. Oh. Da seid ihr. Darf ich fragen, wer euch hier reingelassen hat? Man hat mich gebeten, hier zu warten. Ja, das hat mein Diener mir schon gesagt. Mein Vater ist derzeit nicht hier. Daher werdet ihr mit mir Vorlieb nehmen müssen. Leider muss ich euch enttäuschen. In diesem Haus wohnt niemand namens Jack. Vielleicht hat er ja seinen Namen geändert. Verzeiht, aber das ist nicht leicht. Für keinen von uns. Ihr solltet wissen, dass Jack und ich einander versprochen sind. Vielleicht sollten wir hineingehen. Die Sonne brennt und meine Mutter braucht uns nicht zu hören. Die kommt mir sehr hochnäsig vor. Jack hat mir von euch erzählt. Ihr seid Aliena. Ihr seid die, die ihn abgewiesen und seinen Stiefbruder geheiratet hat. Und jetzt wollt ihr ihn zurück. Mein Sohn soll seinen Vater kennenlernen.
Seinen Vater? Der Kleine ist Jacks Sohn? Das ist er. Er sagte immer, er sei hierher gekommen, um etwas über seine Herkunft zu erfahren. Stattdessen fand er alles Mögliche heraus. Über Philosophie, Mathematik. Als mein Vater und er sich trafen, war es Liebe auf den ersten Blick. Sie studierten zusammen und machten große Pläne. Aber am Ende fing Jack immer wieder an, von seiner Kathedrale zu reden. Der großen Kirche, die er eines Tages bauen würde. Rippengewölbe und Spitzbogenfenster. Er konnte sich stundenlang darüber auslassen und zu dieser Decke hochstarren. Wir drei saßen stundenlang hier und redeten. Und am Abend waren es dann immer nur wir zwei. So viele seltsame Ideen über die Zukunft. Einige kaum mehr als Blütenträume, andere fast in Reichweite. Ihr sprecht von ihm, als sei er fortgegangen. Nun ja, er ist nicht mehr hier. Mein Vater hat ihm Arbeit als Baumeister hier in Toledo angeboten. Er wäre wohlhabend geworden und imstande gewesen, seine Abende unter solchen Gewölben zu verbringen. Mit mir als seiner Frau. Aber am Ende wollte er das nicht. Sagt mir, habt ihr wirklich seinen Stiefbruder geheiratet? Hallöchen, Schabi. Das wissen wir ja, dass es ein Fehler war. Es war ein Fehler. Das weiß ich jetzt. Selbst wenn ich es getan habe, um ein Versprechen meinem Vater gegenüber zu erfüllen. Ich dachte, ich hätte keine Wahl. Ich wollte ihm nicht wehtun. Glaubt mir. Ich glaube euch. Wisst ihr, er hat mich euretwillen verlassen. Selbst nach allem, was ihr ihm angetan hattet, konnte er euch nicht loslassen. Ihr könnt so froh sein, dass ihr mich getroffen habt und nicht meine Mutter. Sie war so wütend, als er ging. Er kann diese Wirkung auf Menschen haben. Aber davon abgesehen haben wir unseren Frieden mit ihm gemacht. Vater gab ihm sogar eines seiner liebsten Stücke als Abschiedsgeschenk. Eine kleine Holzstatue mit Augen aus Stein, im Tausch gegen seine Schleuder. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Er wollte nach Paris, um an der Kathedrale Saint-Denis zu arbeiten. Er sagte, er hätte nie die Wahrheit über seinen Vater herausgefunden. Deshalb gäbe es keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Wer ist nach Paris geblieben? Ja, wenn ihr ihn dort findet, sagt ihm, ich vermisse ihn nicht. Boah, einen ganzen Weg dahin und jetzt muss ich wieder zurück? Danke und alles Gute für eure Familie. Ich danke euch. Wie heißt das Kind eigentlich? Er hat noch keinen Namen. Ich wollte ihn nicht ohne Jack taufen. Ist das nicht ein bisschen albern? Vielleicht. Aber er ist ebenso sein Sohn wie meiner. Viel Spaß, Schabi. Er hat ein Recht mitzubestimmen. Dann auf nach Paris mit euch. Das Baby braucht einen Namen. Er wird einen bekommen. Danke. Boah, die ganze Reise dahin und jetzt muss ich wieder zurück nach Paris, oder was? Och, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Schabi. Die rennt jetzt wirklich 6, 7, 8, 9 Monate den Jakobsweg zurück. Zurück über Astorga, Leon und Burgos. Ich überquerte die Pyrenäen, kam wieder nach Bordeaux, Angoulême und Poitiers, aber blieb nie länger als eine Nacht. Je näher ich Paris kam, umso stärker kehrten meine alten Zweifel und Ängste zurück. Die tut so, als wäre das ein kleiner Spaziergang, mal kurz durch Südeuropa zu rennen. Das kann ja nicht wahr sein. Die muss doch eigentlich schon verschwunden sein und die ganze Zeit trägt sie das Kind doch noch dabei. Die muss ja echte Muskeln jetzt schon entwickelt haben. Boah.
Ich hoffe, du hattest, auch wenn du jetzt schon weg sein solltest, aber ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaubstag heute. Wäre Jack wirklich dort, was würde ich ihm sagen? Ich würde ihn fest an mich drücken. Ich war sicher, ich würde ihn ohrfeigen. Nö, das würde ich nicht. Wir würden uns hinsetzen und reden müssen. Würde ich ihn drücken? Also so, als wäre nichts gewesen, kann ich mir nie sagen. Und reden müssen wir eigentlich, weil wir haben ja ein Kind jetzt. Ich weiß es nicht, also... Obwohl, wenn sie so sehr ihn liebt, wäre sie wohl eher emotionaler. Also sage ich mal das. Ich würde ihn sehr, sehr fest an mich drücken und mir wünschen, dass alle Wunden so schnell heilen würden, wie es möglich war. Boah, rennt die den ganzen Weg wieder durch Spanien. 3 Monate? Sie hat jetzt nur 3 Monate nach Paris gebraucht? Die muss ja gerannt sein. Wow. Obwohl, 1 Monat brauchte sie durch Spanien. Ja, dann könnte das hinhauen. Basilica of Saint-Denis. Kapitel geht eindeutig zu lange. Aber es ist auch eine schöne Reise, muss man sagen. Und da ich ja schon vorhin schon länger gespielt habe, wird es wohl heute auch das einzige Kapitel sein, das ich heute spiele. Suche Jack. Da bin ich ja gespannt, ob wir den finden. Was, wenn ich Jack nicht erkenne? Was, wenn er mich nicht sehen will? Ja, das ist wohl Pech. Nein, ich werde ihn selbst finden. Sie okay. werden mich nur fortschicken. So wie immer. Nein, er ist nicht unter ihnen. Er ist nicht hier. Vielleicht ist er gar nicht hier. Jack muss uns hassen. Tom ließ ihn nicht an der Kathedrale arbeiten. Und ich habe ihn verlassen. Das denkt sie sich bei dem Anblick von Steinen? Was denkst du bei dem Anblick des Ausgangs? Kirchenportal, ich werde nicht gehen. Nicht jetzt. Okay. Ganze Kathedrale, ein großer Bauplatz. Konnte er wirklich hier sein? Würde er mich sehen wollen? Na, das werden wir rausfinden. Wie schön. Atemberaubend. Wie schön. Aber. Sind wir aufgewacht? Du hättest das fast verpasst. Oh. Schau, die bunten Fenster. Schau mal das Licht. Ich hab doch gewusst, dass der da dran steht. Nach dir gesucht, Jack. Wir? Ist das... Er ist dein Sohn. Mein Sohn. Es tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld. Wohin sollen wir jetzt gehen, Ellie? Wohin wir auch gehen, ich will mit dir gehen. Willst du mich heiraten? Ihr beide. Kann sie das? Ja, wir wollen. Kann sie ihn heiraten? Ich habe gedacht, sie ist verheiratet. Als Mann und Frau. Mit unserem Sohn, Tommy.
Die Tage flogen dahin. Jack hatte viel gelernt als Baumeister in Saint-Denis. Tage wurden zu Monaten. Nach einem Jahr wurden wir beide unruhig. Wohin sollen wir jetzt gehen, fragten wir uns erneut. Das ist nur das Ende des 15. Kapitels. Wir beide bestanden, dass wir unsere Familie sehen wollten, unsere Freunde. Und dann wussten wir, wohin wir gehen wollten. Nach Hause. Ja, wir gehen wieder nach Kingsbridge. Selbst wenn es in Trümmern lag. Ja, super. Ihr habt eine super Entscheidung getroffen. Wir sind glücklich, also gehen wir wieder zurück ins Chaos. Wir müssen uns beeilen. Das Schiff nach England legt bald ab. Was geht hier vor? Was es auch sein mag. Wenn die Menge sich nicht auflöst, verpassen wir unser Schiff. Mhm. Also es ist noch nicht zu Ende. Das Buch 3 besteht noch aus 6 Kapiteln. Und wir haben das erste Kapitel erst. Das siehst du ganz unten rechts, so ein kleiner Ring. Der besteht eben aus diesen 6 Teilen oder 7 Teile. Ja, es sind 7 Teile. Und nur wenn sie weiß sind, sind die Kapitel abgeschlossen. Aber in dem Fall hier dauert das jetzt schon 1,5 bis 2 Stunden, das Spiel. Und ich habe noch nicht mal das erste Kapitel abgeschlossen. Ich denke mal, die Reise ist jetzt wirklich sehr, sehr lang. Und die anderen Kapitel werden vielleicht nicht so lang. Werden wir sehen. Niemand beachtet uns. Das Pferd könnte sie ablenken. Oder alles verschlimmern. Was ist denn hier los? Ein Geschenk von Rashid. Hat sich nur ungern davon getrennt. Ach, eine Truhe. Doch er hat sie mir aufgedrängt. Ist da was drin? Das Innere der Kiste hat sie warm gehalten. Das Holz ist leicht feucht. Ich habe jetzt also die Schleuder und die Puppe hier. Okay. Ein Priester. Vielleicht kann er uns helfen. Riecht nach Bier. Mhm. Ich mag kein Bier. Wisst ihr, was hier los ist? Ach, Chaos. Ich schaffe es nicht, diese Leute zu beruhigen. Bei Gott, ich hab's versucht. Was ist geschehen? Der Spielmann hat ihnen ein paar Geschichten erzählt. Und dann hat er ihnen Amulette verkauft. Für Gesundheit, Glück und Geld. Aber es waren nur Märchen und bemalte Steine. Wie immer. Ja, aber jetzt könnte ich sowas wie ein echtes Wunder brauchen, um sie zu beruhigen. Sonst werden sie den armen Kerl zerreißen. Warum regen die sich über sowas auf? Habt ihr versucht, sie zu beruhigen? Das habe ich, aber ein einzelner Priester reicht da nicht aus. Tut er nicht, ja? Habt ihr versucht, sie zu beruhigen? Das habe ich. Okay, okay. Wir könnten sie mit Hilfe der Stute ablenken. Oder wir reiten einfach durch die Menge. Das klingt ein bisschen gefährlich, meinst du? Ach, wirklich? Dein Vorschlag war genauso nicht so klug. Zuschauer schlagen ihn gleich zusammen. Nervös. Sollten ihm helfen. Ein Aufruhr schlägt gleich in Gewalt um. Unmöglich, hier durchzukommen. Na, dann benutzen wir doch mal die hier. Seht die Jungfrau Maria! Wenn nur ein Wunder diese Narren zur Vernunft bringen kann, dann gib ihnen eins. Du hast recht. Ich muss sie zum Weinen bringen. Es ist die einzige Möglichkeit. Ja, da haben wir doch was. Ein schattiges Plätzchen. Ich würde mich gerne ausruhen. Im Schatten am Strand. Es funktioniert. Siehst du? Dein Freund Rashid muss ein wirklich interessanter Mann sein. Wasser sammelt sich in ihren Augen. Werft ihn ins Meer! Werft ihn ins Meer!
Rashid? Was geschieht hier? Die Mutter Gottes. Sie weint. Huldig der Mutter Gottes, denn sie hat uns mit einem Zeichen vom Himmel gesegnet. Hört auf zu streiten und bezeugt das Wunder. Es ist wahr. Herr im Himmel, warum weint sie? Weil wir auf das Schiff müssen. Sie weint, weil wir auf das Schiff müssen. Ja, natürlich. Sie weint um eure Sünden. Was hat dieser Mann euch getan, dass ihr ihn wie ein Tier behandelt? Er hat uns betrogen und unser Geld gestohlen. Und ihr wollt ihn töten, eurer eigenen Torheit wegen? Die heilige Maria weint, denn ihr lebt nicht nach dem Wort Gottes. Es ist die Mutter Gottes. Heilige Maria, vergib uns. Woher kommt sie nur? Also früher konnte man die Menschen wirklich schon gut ängstigen und dann so auch klein halten, ne, mit diesem Glauben. in dem Fall sollten wir ja, die wollen ja ein Wunder hören. Lieber das Seit machen. Hunderten von Jahren schmachtete sie im Land der Sarazenen. Schlummernd wartete sie darauf, dass jemand sie heimführen würde. Hört, was er zu sagen hat. Die Jungfrau Maria hat diese junge Familie erwählt, sie zu beschützen. Sagt uns, wohin ihr geht. Ihr Ziel liegt jenseits des Meeres, in einer kleinen Stadt namens Kingsbridge. Dort will sie Ruhe finden. Kingsbridge? Wo ist das? Ave Maria! Macht Platz für die Jungfrau Maria! Halleluja! Mach Robert gesund! Hä? Heilige Maria, lass meine Tochter schwanger werden! Gib uns eine gute Ernte! Sie spenden, um ihren Segen zu erbitten. Oh, oh, die weinende Madonna wird eure Gebete erhören. Und mit euren Spenden Ich werde ihr einen neuen Schrein in Kingsbridge erbauen. Eine Kathedrale. Du bist es. Wen meint ihr? Dich. Den rothaarigen Geist. Ich? Sehe ich etwa aus wie ein Geist? Mein Ehemann ist sehr lebendig. Ich kenne ihn, seit er 12 war. Aber er ist ertrunken. Bei Gott, du bist ertrunken. Vor 24 Jahren. Auf dem weißen Schiff. Oh, mein armer, armer Sohn. Mein Jacques. Sein Name war Jacques? Jacques aus Cherbourg. Jacques Cherbourg. Na, das ist ja eine Wendung. Es hieß ja, auf dem weißen Schiff war ja nur die Königsfamilie und ein paar und 100 Ritter oder so. Ich habe mich schon gefragt am Anfang des Buches, was hat das blöde weiße Schiff jetzt mit der Geschichte zu tun? Wir haben ja jetzt das erste Mal nur die zwei ersten Bücher gehabt und da ging es ja eigentlich nur um den Bau der Kirche. Und jetzt kommt vielleicht heraus, er ist adlig. Na, das ist ja was. Aber eins stimmt, dieses Kapitel war extrem lang, darum höre ich auch jetzt auf. Ich gucke mir jetzt nur noch das an und mache natürlich das so weit weiter, wie man kann. Aber dann höre ich auf. Boah, das war eine lange Reise, eine sehr lange Reise. Auf der Reise in die Normandie hast du versucht, nicht über deine Zukunft nachzudenken. Hab ich das? Das habe ich gar nicht Habe ich nie über meine Zukunft nachgedacht? Du hast auf die Kutschfahrerin gehört und bist in eine Sackgasse im Bar Fleur gelaufen. Ich habe auf die Kutschfahrerin gehört und bist in eine Sackgasse im Bar Fleur gelaufen. Keine Ahnung. Du und dein Baby seid krank geworden, aber ihr habt geschafft zu überleben. Du hast einen anderen Pilger auf dem Jakobsweg beigestanden.
Du hast dich in Rashids geheimes Archiv geschlichen? Das ist ja schon... Du hast Jacks Steinschleuder von Rashid gestohlen. Das also ist eigentlich, was wichtig ist, alles nur noch, was in Spanien passiert ist. Du hast Jack in Paris gefunden. Hätte ich ihn noch nie finden müssen oder können. Du hast dich dazu entschlossen, nach Kingsbridge zurückzukehren. Auch das habe ich nie auch das hat der Charakter automatisch gemacht. Du hast einen Spielmann vor einem Lynchmob gerettet. Oh ja, das habe ich gemacht. Und du hast Jacks Großmutter getroffen und etwas über das Schicksal seines Vaters erfahren. Aha. Kapitel 16, was wir nicht weiterspielen werden. Wir gucken aber, wie weit es geht. Zu Hause. Oh Gott, wir kommen wirklich nach Kingsbridge. Ja, wir sind in Kingsbridge wieder. Ja, ich komme gleich. Bis gleich. Und viel Spaß wünsche ich dir. Oh, er lebt ja doch noch. Was siehst du da, Jonathan? Der Garten ist unordentlich. Ich will ihn wieder ordentlich machen, aber ich weiß nicht wie. Bevor ich Prior wurde, dachte ich dasselbe über Kingsbridge. Und was hast du getan? Sauber gemacht. Wo fangen wir an? Ich habe keine Ahnung von Gartenarbeit. Und ich will endlich abspeichern und aufhören. Jetzt muss ich das erst weitermachen, bis ich das kann. Boah, was macht man denn zuerst? Saatgut streuen macht man ja wohl als letztes. Unkraut jäten oder den Boden umgraben? Was macht man als erstes? Ich glaube, wenn man den Boden umgräbt, tut man ja nur das Unkraut mit umgraben. Ne? Also sollte man zuerst Unkraut jäten, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte in meiner dritten Klasse Schulgarten. Und die dritte Klasse, da war ich, oh Gott, wie alt war ich dann? 9? Da weiß jeder Bescheid, ja? Okay. Einige Pflanzen sind Unkraut und müssen weg, bevor wir neue sehen können. Was ist Unkraut? Es nimmt anderen Pflanzen weg, was sie zum Wachsen brauchen. Licht, Wasser, Platz. Und was machen wir jetzt? Sie ausreißen. Sie sehen aus wie alle anderen Pflanzen. Daher musst du lernen, wie man sie unterscheidet. Hier, siehst du die? Die werden Sauerklee genannt. Lass uns erst die ausreißen. Ich mach das. Wenn du willst. Ach, ich hab Unkraut jeden gehasst. Das war so ein furchtbares... Gib Acht, dass du alle dünnen Wurzeln mit rausziehst. Und was machen wir jetzt? Schlage vor den Boden umzugraben. Schlage vor den Boden zu bewässern. Frage ihn, ob er bereit ist, das Saatgut einzupflanzen. Den Boden umzugraben. Damit Pflanzen sich gut verwurzeln können, muss der Boden locker und fruchtbar sein. Dann darf ich jetzt graben? Yay, ich darf graben, im Dreck wühlen. Fertig. Ich hasse Dreck. Und weiter? Ich bin kein Mensch der Handwerklichkeit. Überhaupt nicht. Und auch kein Mensch der Natur. Schlage vor, Saatgut zu streuen und schlage vor, den Samen zu bewässern. Erst streuen.
Du bleibst hier. Ich komme gleich wieder. Ach, könnten wir das bitte schneller machen? Man hätte das auch mit Pause machen können. Wo hast du sie versteckt? Den Saatgut? Ah! Da sind sie. War das nicht in so einer... Oh, ich weiß nicht mehr. Ja, genau, in so einem Topf, genau. Oh, die Bucheckern, die ich Milius vor langer Zeit gegeben habe. Ah, oh, das ist jetzt so traurig, dass er gestorben ist. Ich habe diese Bucheckern für dich gefunden, Milius. Erinnerst du dich? Du hast gesagt, eines Tages würde hier eine Buche wachsen. Ich denke, die Zeit ist reif. Ich frage mich, ob er immer noch glaubt oder seinen Glauben verloren hat. Und das Spiel will nie enden. Oder wenigstens mich jetzt endlich speichern lassen, ne? Ja, das war... Was hast du gefunden? Erinnerst du dich an Milius? Ein freundlicher Mann mit einem gütigen Lächeln. Er hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Wow! Jetzt müssen wir nur noch warten. Warten. Wie lange? Wie lange? So lange, um dabei zusehen zu können. So lange? Manche Dinge brauchen Zeit. Und nur mit Geduld wirst du deine Belohnung erhalten. Warum machen wir das alles, wenn wir dann bloß warten müssen? Einfach nur warten reicht nicht, Jonathan. Du hast den Weg bereitet, damit die Dinge ihren Lauf nehmen können. Sie geschehen in diesem Augenblick. Und in ein paar Tagen werden wir wiederkommen und das erste grüne Blatt von etwas Neuem sehen. Schabi ist jetzt auch live. Ist das Gottes Belohnung? Vielleicht. Macht er das Blatt von der Pflanze? Du hast es gemacht. Nein, ich habe nur den Samen gesät. Ja, nee. Irgendjemand macht das Blatt. Ja, vielleicht macht aber das Blatt nicht Gott, sondern der Samen, der jetzt da gesät wird. Jetzt kannst du Wasser aus dem Regenfass holen. Aber es ist schon lange da drin. Es stinkt. Am Fluss gibt es ganz viele Bäume. Ich wette, das Wasser da ist besser. Das ist aber ein langer Weg. Das macht nichts. Ich laufe gerne, wenn das was bringt. Vielleicht hast du recht. Es ist es mir. Lass uns zusammen gehen. Aber ich trage den Eimer. Später am selben Tag. Warum hält Remigius nicht die Predigt? Was ist in Philipp gefahren? Remigius? Unsere Kirche ist eine Ruine.
Aber dies alles, diese schlimmen Zeiten, haben uns etwas Wichtiges gezeigt. Etwas, dessen ich mir bis vor kurzem nicht bewusst war. Was meinst du? Sie brauchen keine Kirche? Behaupte, dass Gott nicht über sie wacht. Nee, das werde ich nicht sagen, aber das hier. Ihr habt in dieser Ruine gebetet. Und ihr habt gebetet wie immer. In Demut. Wir brauchen keine Kirche, um zu beten. Wo sonst sollen wir beten? Im Kapitelhaus? Die Kirche ist, wo Gott wohnt. Gott wirkt auf andere Weise, als wir glauben. Heute hat Jonathan unseren Garten gejätet, um ihn wieder schön zu machen. Und er hat mir von Dingen erzählt, die ich fast vergessen hatte. Gut und Böse ist nicht hier drinnen oder da draußen. Es ist in jedem von uns. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Damit tragen wir den göttlichen Funken in uns. Aber wir haben erlebt, dass der Mensch auch den Teufel im Herzen haben kann. Das Gebet braucht keinen besonderen Ort, denn wir sind Gottes Kirche. Er existiert in unserem Handeln. Wir sind Gottes Tempel. Niemand ist Gott näher als irgendeiner seiner Mitmenschen. Ob man in der Kirche betet oder auf den Straßen der Städte. Ob man Mann oder Frau, Mönch oder Bischof ist. Philipp, da draußen! Du musst sie dir ansehen. Ihre Pferde und die Farben. Jonathan. Ich habe jetzt ganz kurz einen Gedanken gehabt, weil das Buch heißt ja Die Säulen der Erde. Und bis zu Buch 2 bin ich fest davon ausgegangen, dass die Säulen der Erde die Kirchen sein sollen. Höchstens sollen sie diese so symbolisieren. Ich habe jetzt aber drüber nachgedacht, wenn er so redet wie die Kirchen und die Kathedralen sind nicht die Säulen der Erde. Sie sind gar nicht wichtig. Dann sind es die Menschen. Das ist eine Erkenntnis. Also tragen wir die Erde. Oder die Gläubigen eben. Also, was ist los? Ich habe Stimmen gehört. Also bin ich hingegangen und... Beruhige dich. Was ist passiert? Aber der Priester sagte, sie hätten ein Wunder mitgebracht. Was? Wer? Welcher Priester? Wieso haben wir Besuch? Dabei, Brüder und Schwestern, denn ihr werdet etwas sehen, das euer Leben verändern wird. Wer ist das? Sie haben uns ein Wunder gebracht. Ein Wunder? Nur keine Hemmungen. Es gibt keine Gefahr, nur Staunen, das euch hier erwartet. Blasphemie! Ah, du musst Prior Philipp sein. Ich bin Bruder Reynold. Der Erzbischof von Canterbury hat mich gesandt. Hier ist sein Brief. Für den Fall, dass du an meinen Worten zweifelst. Das ist Jack und das ist all jener. Die Zweie sind da. Und warum kann ich immer noch nicht speichern? Das kann ja nicht wahr sein. Brief von Erzbischof von Canterbury. So, 20. Januar 1141. Philipp von Kingsbridge. Ich halte euch hiermit an, die Gnade der weinenden Madonna zu akzeptieren, da sie es ist, die Kingsbridge als ihre Ruhestätte erwählt hat.
Als ich die Gerüchte um ein Wunder gehört hatte, rief ich die Prozession zu mir. Dann sah ich es mit eigenen Augen. Es ist wahr. Ich habe das Wunder für England beansprucht und hatte angesetzt, sie in Winchester zu behalten. Die Hüter der heiligen Jungfrau haben mich jedoch von etwas anderem überzeugt. Sie sind einzig und allein nach England gekommen, um den Wiederaufbau von Kingsbridge zu ermöglichen. Ihr habt meinen Segen, Philipp von Kingsbridge. Ich erwarte, dass ihr eure Priorei der heiligen Madonna würdig erneuern werdet. Theobald, Erzbischof von Canterbury. Wie sind die beiden jetzt zu dem Erzbischof gekommen? Und warum haben... Die sind ja sehr schlau, wenn sie sich das so ausgedacht haben. Wir haben den Auftrag, die weinende Madonna zu begleiten. Sie soll den Verlust eurer Reliquie ersetzen, von Sankt Adolphus dem Märtyrer, der euch gewaltsam geraubt wurde. Was? Auf ihrer Reise vom fernen Afrika hat sie Spenden gesammelt, um Kingsbridge für seinen Glauben an sie und an Gott zu belohnen. Ich kann das nicht glauben. Was soll das alles? Du wirst glauben. Deshalb ist sie gekommen und deshalb sollst du ihr Wunder heute selbst bezeugen. Oh! Die weinende Madonna kam in einem fernen Land namens Afrika zu mir. Ein getaufter Sarazene war ihr früherer Hüter. Und ich und die Hüter der Jungfrau Maria wurden auserwählt, sie mit auf eine Reise zu nehmen. Also ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Sarazene? Ich werde auf jeden Fall nicht fragen. Ich kannte weder ihre Kräfte noch ihr Ziel. Bitte. Erzählt uns mehr. Natürlich. Meine Worte sollen euch auf den Anblick der heiligen Madonna vorbereiten. Viele haben ihr Wunder bezeugt. Bevor mir die Erleuchtung kam, ein bisschen zu gut. Sie wollte nach Hause. Aber wohin? Aus welchem Land seid ihr noch gleich gekommen? Wir sind den ganzen Weg aus einem Land unbeschreiblicher Wunder gekommen. Dem fernen Afrika. Afrika hat viele Länder, wie ich gehört habe. Ja, so ist es. Aber ich fragte mich, welcher Schrein soll sie beherbergen? Diesmal gab die Madonna selbst Antwort auf meine Fragen. Wie ist es so in Afrika? Dort scheint immer die Sonne. Und Wunder geschehen jeden Tag. Es ist ein Land großer Wüsten mit Feigenbäumen und Geschöpfen, von denen ein Engländer nicht einmal träumen könnte. Wie diese Pferde. Sind das Pferde? Mitnichten. Euch mögen sie wie Pferde erscheinen, aber der Name, den die Afrikaner für diese Geschöpfe haben, ist unaussprechlich, selbst für mich. Sie sagte, du sollst mir in Kingsbridge eine neue Kirche bauen. Ihr sagtet, es gäbe Feigenbäume in Afrika. Was ist eine Feige? Es ist eine Frucht, natürlich. Sie sieht aus wie eine Erdbeere und schmeckt wie eine Birne. Die Bibel erwähnt diese Feigen. Aber dort klingt es ganz anders. Woher kommt das? Zwei Äpfel können auch ganz unterschiedlich aussehen und schmecken. Bei Feigen ist es nicht anders. Ich glaube nicht, dass dieser Mann je in Afrika war. Warum sollte er lügen? Und auf dem ganzen Weg von Paris durch die Normandie
eigentlich für Palmsonntag und Heilige Kraft, für Sieg des Geistes über das Fleisch oder die Gläubigen über die Ungläubigen. Er kann reden. Für den Bau der Kirche der weinenden Madonna gespendet. Es ist was merkwürdig an ihm. Nicht sehr christlich. Für die Kirche von Kingsbridge. Verzeihung. Unterbrecht sie nicht. Die weinende Madonna hat euch auserwählt. Leute haben für uns gespendet. Woher sollten sie von uns wissen? Was geht hier vor? Ein fahrender Schrein. Teile sehen aus wie Reliquiare. Ein fahrender Schrein. Die weinende Madonna hat euch auserwählt. Was in diesem Buch steht, wird mir nicht mehr helfen als die Antworten, die ich im Herzen trage. Ihr habt richtig gehört. Es war eine lange Reise. Die weinende Madonna kam in einem fernen Land. Ein getaufter Sarazene war ich kann mich nie bewegen. Okay, jetzt. Jetzt kann ich aufhören. Boah, wer sind diese Fremden? Das werden wir noch rausfinden beim nächsten Mal. Heute nicht mehr. Und ich werde jetzt endlich das 16. Kapitel beenden. Also bis irgendwann später mal. Ich gehe jetzt nämlich selber Twitch schauen. Tschüss. Als Heim der Jungfrau Maria. Sie sagt.